Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich freue mich heute wieder ganz besonders, den Ricardo Lepper vom YouTube-Kanal Wissenschaft Freiheit neben mir sitzen zu haben. Hallo lieber Ricardo. Ja, grüß dich Silke. Und den Kanal von Ricardo verlinke ich euch auch mal oben in den Infokarten. Sehr interessante Themen, schaut unbedingt mal drauf. Ricardo, mit dir hatte ich ja auch schon ein Video gemacht zu dieser Bildungsreform, Bildungsfreiheit. Zu deinem Projekt haben wir schon ein Video gemacht, das kann ich auch mal oben verlinken. Und dann noch ein ganz kurzes Video, wo du darüber sprichst, dass du ernährst dich schon dein ganzes Leben lang vegan, bist praktisch von Geburt an vegan, nimmst keine Nahrungsergänzungsmittel, kein B12 und hattest nie einen B12-Mangel. Und die Erklärung... Wir haben als Kind, hat es vom Opa, so Vitamin C-Lutschtabletten gegeben. Die haben so gut nach Kirsche geschmeckt. Wir haben aber nicht gewusst, dass das quasi Nahrungsergänzungsmittel ist. Das waren unsere Leckerlis manchmal. Die haben uns dann nach gestibitzt, ja. Also so gesehen habe ich Nahrungsergänzungsmittel zu mir genommen, aber für Vitamin C, ja. Genau, aber die Erklärung um B12, das fand ich sehr faszinierend, das hatte ich so noch nie gehört und das ist natürlich auch ein Ansporn, sich da nochmal anders mit der veganen Ernährung auseinanderzusetzen. Und heute habe ich noch ein Thema, das kam in dem Gespräch, das wir privat hatten, auch mal durch, dass du zum Beispiel auch noch nie in deinem Leben Alkohol getrunken hast. Das ist ja auch eher selten. Und bei mir ist es so ein bisschen ähnlich, weil ich habe immer mal Alkohol genippt oder probiert, weil ich immer dachte, warum schmeckt mir das nicht? Mir hat Alkohol nie geschmeckt und ich mochte die Wirkung von Alkohol auch nie. Bei mir hat es schon nach einem Schluck, habe ich schon gemerkt, also irgendwie läuft das mir jetzt ganz komisch hier durch die Adern und ich habe mich damit nicht wohl gefühlt. Und man ist ja dann schon immer ein bisschen ein Außenseiter, wenn man keinen Alkohol mittrinkt. Oder irgendwann alle um einen herum trinken und dann verändert sich die Stimmung von den Leuten, vor auf einmal so anders zu reden und man sitzt dann noch mit seinem vollen Bewusstsein da und denkt, ja, man ist dann irgendwie so ein bisschen ausgegrenzt, weil man, genau, und deswegen wollte ich halt mal mit dir darüber reden, wie das überhaupt dazu gekommen ist, dass du noch nie in deinem Leben Alkohol getrunken hast und wie das auch vor allem in der Jugend war oder in der Schule dann, weil man doch da spätestens dann mal mit Kumpels ein Bier trinkt oder man wird dann mal animiert, man geht mal weg, mal Alkohol trinken. Genau, das würde mich mal interessieren. Da haben natürlich viele, viele Versuche stattgefunden, dass ich endlich was trinke. Also es startet natürlich damit, dass meine Eltern jetzt seit 40 Jahren knapp nichts trinken und sich auch einfach damals dafür entschieden haben, gesagt haben, okay, das wollen wir einfach nicht in unserem Leben. Wobei ich sagen muss, Papa, Mama haben mir und meinen Brüdern, die haben nie gesagt, trink nicht. Die haben uns auch nicht gewarnt davor oder Sonstiges. Aber sie haben mir mit allen Themen, ob das jetzt Rauchen, Trinken, Essen oder Sonstiges war, sie haben gesagt, okay, schau mal, unserer Meinung nach ist das so und das so. Wir haben uns hierfür entschieden, weil, und jetzt bitte mach deine eigenen Erfahrungen. Und für mich war klar, ich habe gern Kontrolle über meinen eigenen Kopf. Und somit war für mich etwas, was in meinen Kopf eingreift, schon mal, das geht einmal gar nicht. Und ich habe mit 10 Jahren damals für mich selbst beschlossen, das werde ich nie machen. Und damit war für mich der Entschluss durch. Ich bin dann Sturkopf. Ja. Damit war das erledigt, die Thematik. Und ja, natürlich, dann kommt man irgendwann einmal, also wer die Videos kennt, ich war ja ein paar Jahre nicht in der Schule, ich war dann in der Schule und dann kommt natürlich die Fortgeht-Thematik. Aber ich bin da sehr gestärkt worden von den Eltern in verschiedensten Bereichen. Ja, es war ja jetzt nicht nur das, auch von der Persönlichkeitsentwicklung und Co. Und ich kann auch für mich alleine stehen. Ich brauche diese Masse an Menschen nicht. Ja. Und wenn die sagen, ja, aber das machen doch alle, also muss das richtig sein, dann sage ich immer, ja, du Scheiße, muss echt gut sein, weil so viele Millionen Fliegen können sich nicht irren. Sage ich, doch, die können sich alle irren und ich gehe meinen eigenen Weg. Ja? Und wenn der falsch ist, dann weiß ich, wer ihn falsch gegangen ist. Und wenn der unter Anführungszeichen richtig ist, dann weiß ich auch, wer ihn richtig gemacht hat. Wobei mich das nicht stört, wenn ein anderer trinkt. Ich meine, er muss nicht vor mir machen. Ja? Aber mein bester Freund trinkt gerne. Ja? Soll er trinken. Ja? Er soll es nicht vor mir machen, habe ich gesagt. Ich möchte ihn nicht voll angesoffen sehen, weil ich einen gewissen Respekt manchmal dabei verliere. Ich sage, wie kann man sich so gehen lassen? Ich habe mich dann auch mit den Hintergründen beschäftigt, auch in der Schulzeit schon damit und habe gelernt, okay, warum sauften die sich an? Und das ist im Normalfall, bin ich immer drauf gekommen und mit Besoffenen ist dann auch oft interessant reden, weil die dann oft sehr ehrlich werden, vor allem wenn sie alleine sind und nicht mehr in der Gruppe sind. Es sind immer nur Probleme, die sie loswerden wollen. Entweder ich habe einen Gruppenzwang, bin mir zu wenig, habe zu wenig Selbstbewusstsein, dass ich sage, ich will das eigentlich gar nicht. Da hat mir noch nie ein Angesoffener gesagt, das ist ja so super toll. Und viele von denen haben mir auch gesagt, sie finden es gut, dass ich das nicht mache. In der Gruppe natürlich nicht, da lachen es natürlich alle über den, der einzeln ist. Aber die wollten in Wirklichkeit nur Probleme wegsaufen.
und Dinge mit dem Leben, wo sie jetzt keine Ziele gehabt haben, wo sie mit der Schule Probleme hatten, mit den Eltern, mit eigenen Zielen, mit der Haut, mit was auch immer, wollten die einfach loswerden damit. Das hatte ich schon mal nicht, weil ich weder die Lernprobleme hatte und weil ich auch gelernt habe, Probleme haben etwas mit mir zu tun und die sind nicht von außen zu lösen. Man kann von außen mithelfen, so Hilfe zur Selbsthilfe, aber Lösung ist das nicht. Also Alkohol ist keine Lösung, nur chemisch gesehen. Ja. Und ich bin dann auch ein paar Mal mitgegangen, weil natürlich alle immer gesagt haben, boah, das ist so toll und dieses Fest und jenes Fest. Und ich habe mir jedes Mal bei jeder Disco und bei jedem Fest und bei jedem Volksstandl und Bierzelt, was ist jetzt das Tolle? Es stinkt, es ist teuer, es ist laut, wir können uns nicht mehr unterhalten. Die, die besoffen sind, reden nur noch Müll, betrügen teilweise ihre Partner, es kommt nur Zoff heraus. Sie leiden den ganzen nächsten Tag an Kopfschmerzen und Co., kotzen die Wege voll. Und ich habe einfach nicht verstanden, was ich da verpassen sollte. Und dann haben alle immer gesagt, ja, und dass deine Hemmungen los wirst und das Spaß haben kannst. Ich, Spaß haben kann ich so auch. Ich kann auch so lustig sein. Und sage ich, wenn ich mich nicht traue, etwas zu tun oder das Mädchen anzusprechen, und das schaffe ich nur mit Alkohol, vielleicht habe ich es dann aber auch nicht verdient, ganz ehrlich. Und die, die dann ihre Beziehungen so eingegangen sind und auch teilweise ihr erstes Mal über Alkohol hatten, sage ich, ich gratuliere euch. Ja. Sage ich, ich brauche das nicht. Und ich bin dann auch nicht mehr fortgegangen. Also ich war vielleicht, also ich kann es auf den Händen abzählen, wie oft ich irgendwo in Bars oder irgendwo mit war. Und ich habe auch dort nie was probiert. Natürlich haben die mir auch teilweise Geld geboten, mach doch endlich mit, weil es ist für andere natürlich auch ein unangenehmer Spiegel, wenn das einer nicht macht. Das ist nicht angenehm. Und ja, Das war mir trotzdem egal. Und ich habe dann auch gebeten, du ladest mich einfach nicht mehr ein. Ich habe kein Problem damit. Ich muss da nicht dazugehören. Mich stört das nicht. Ich bin mir alleine gut genug. Ich kann genug Sport machen. Ich habe genug andere Freunde, die das auch vielleicht nicht machen. Oder dann treffen wir uns einfach nur zum Fußballspiel in der Schule und Co. Und das Fortgehen macht sie mit anderen. Das heißt ja nicht, dass wir uns deswegen nicht mehr verstehen oder dass wir deswegen keine Freunde mehr sein können. Und das wurde von den meisten auch akzeptiert. Außer, wie gesagt, wenn ein bisschen was getrunken wurde, man ist im Rudel, da will einer cooler sein wie der Nächste. Aber damit kann ich halt leben. Ja, das war kein Problem. Und für mich hat es dann einfach auch logisch keinen Sinn ergeben. Für mich muss immer irgendwo ein Sinn dahinter stecken. Ich muss es verstehen. Ja, wenn er sagt, glaube an Luft und Liebe, also, gib mir irgendwas, was mein Kopf begreifen kann. Und für mich war Alkohol teuer, sehr schlecht riechend. Also, uah, das schmeckt ja, glaube ich, niemandem, schmeckt der erste Schluck, das ist zum Kotzen. Ja. Dann zusätzlich noch deutlich, also es war sehr schlecht für den Körper. Es verändert mir mein Bewusstsein, ich könnte damit Mist machen und habe dann in den nächsten Tagen meistens auch noch Schmerzen damit. Da hat es dann natürlich manche Erwachsene gegeben, die dann gesagt haben, ja, aber ein gutes Stammball und das macht dies und das macht jenes. Sage ich, ja, es kann sogar sein, dass es das Herz verbessert, aber 5 andere Organe verschlechtert es. Das ist kein guter Deal. Und dann habe ich gesagt, okay, es hängt auch damit zusammen, abgesehen von den Problemen, die man damit wegsaufen möchte, dass wenn du viel Fleisch konsumierst, dann bedingt das einen gewissen Alkoholkonsum, was ich gelernt habe. Weil wir haben einen sehr langen Darm, das heißt, Fleisch liegt sehr lange, erzeugt Verwesungsprozesse, die tödlich sind. Wir wissen, verwestes Fleisch bringt dich um, ein verwester Apfel schmeckt nicht unbedingt cool, kriegst vielleicht auch Durchfall oder Bauchweh, aber sterben kannst du davon quasi nicht. Ja? Von verwestem Fleisch geht das sehr schnell, weil die Giftstoffkonzentration sehr hoch ist. Und deswegen hat ja auch jeder Fleischfresser einen ganz einen kurzen Darm, damit das schnell wieder rausgeht. Jetzt liegt es bei uns sehr lange und dann ist es gar nicht dumm, wenn ich da einen Schnaps drüber trinke, weil der das einfach auch verhindert, diese Verwesungsprozesse, oder zumindest, ich sage mal, reduziert. Und das bedingt sich einander. Und ich kenne sehr viele, die mit dem Fleisch aufgehört haben und automatisch damit mit dem Alkohol aufgehört haben, weil der Körper auch nicht mehr so danach geschrien hat. Und dadurch, dass ich mein Leben lang kein Fleisch gegessen habe, war der Drang auch nicht für mich da. Und von meinem Papa habe ich auch bei Problemen gelernt, sagt, okay, wenn dich das trifft oder wenn es dich emotional trifft, dann betrifft es dich. Und dann überleg dir mal, was das mit dir zu tun hat. Und somit habe ich gesagt, okay, dann werde ich mit Alkohol das auch nicht lösen. Somit hat es für mich nur Nachteile. Also ich habe keinen einzigen Vorteil dafür für mich gefunden. Und selbst wenn einer dabei gewesen wäre, ein Vorteil zu 10 Nachteilen, das ist ein Deal, den mache ich niemals. Und somit war für mich klar, okay, das mache ich nicht. Und ich war dann in der Oberstufe in einer schwer sportlichen Schule. Und bei den Sportlern wird dann speziell nach dem Fußballmatch und in den Klassenfahrten und so noch mehr getrunken. Ich kann mich erinnern, in dem einen Wintersportwoche
Da hat die Klasse zusammengelegt und die haben für 1.300 Euro Alkohol eingekauft. Für 26 Leute. Das haben sie dann manchmal auch bei mir geschmuggelt, weil sie wussten, bei mir schauen die Lehrer garantiert nicht nach. Das wusste jeder, dass sie mich nicht dazu kriegen zum Trinken, also haben sie bei mir auch gar nicht nachgeschaut. Das habe ich da teilweise gar nicht mitbekommen. Die haben das einfach in meine Taschen gestopft, haben die für mich in den Bus hineingegeben und so. Ja, und da haben die alles probiert. Die haben mir Geld geboten, die haben mir Mädels angeboten, alles Mögliche, nur dass ich etwas trinke. Und ich habe immer gelernt, auch sage ich, wenn ich das nicht freiwillig mache und es muss ein Druck von außen sein, dann kann das nichts Gutes sein, weil sonst würde ich es freiwillig machen. Ja. Und ich habe eine sehr feine Nase, da hat sich sowieso dann immer gesträubt, alles, was dazugehört. Und somit habe ich bis heute, jetzt bin ich 30, noch nicht einmal probiert. Auch nicht im Geheimen für mich. Ja, ich kriege auch auf den Schulveranstaltungen und Co. Ich habe sicher 20 Liter Alkohol immer da. Dann schenke ich dann immer weiter für die, die sich freuen. Ja. Weil ich dann halt immer geschenkt bekomme, weil das ja fast niemand weiß, dass ich nichts trinke. Mhm. Und ich hätte ja so viele Gelegenheiten. Ich habe so viele Jahre alleine gelebt, ja, weit weg von allen anderen. Das hätte niemand interessiert. Ich war einen Monat alleine in Thailand. Da kennt mich niemand. Aber es war nicht einmal die Versuchung da, dass ich es dort probiere. Es hätte niemand gesehen, es hätte keine Auswirkungen gehabt, gar nichts. Aber die Entscheidung habe ich für mich getroffen. Und das Gleiche war bei den Zigaretten. Ich habe auch nie einen Zug irgendwo probiert. Interessiert mich auch nicht, das wird auch nicht passieren. Ich wüsste nicht, warum. Weil für mich Rauchen genauso dämlich ist wie Alkohol. Ja. Aber ich sage, auch da, mich stört es nicht, wenn das andere machen. Das sollen doch bitte alle machen. Das ist wie bei der Schule, ob das Impfungen oder Co. sind. Ja. Jeder soll machen, was er möchte, solange er keinen anderen damit schadet. Und zur aktuellen Debatte, ich habe auch nichts gegen Impfungen. Sollen sich alle impfen? Ich möchte das nicht. Und ich habe auch nichts gegen Alkohol. Aber ich trinke nicht. Ja. Das sind so, glaube ich, die groben Gründe, warum ich es nicht mache. Also das ist eigentlich auch meine Position, auch mit Zigaretten. Mich hat das nie interessiert. Ich fand den Geruch schon immer eklig. Oder dass man dann, aus meiner Familie kenne ich das ja, dass man so gewisses Suchtverhalten entwickelt. Mein Bruder und ich, wir hatten mal von meinem Vater eine Zigarettenschachtel versteckt. Das fand er überhaupt nicht lustig. Und da haben wir dann gemerkt, das ist, da hängt schon mehr dran. Ne? Das ist nicht einfach mal nur ein Leibbrot oder sowas. Also das Rauchen hat mich auch durch den Geruch, das fand ich immer sehr abstoßend und auch irgendwas, was mich beeinflusst und was mich süchtig macht, das hat mich auch nicht so interessiert. Also ich kann die Position total gut verstehen. Bloß ich habe halt immer mal gedacht, wieso schmeckt mir Alkohol? Ich wollte immer irgendwann mal was finden, was mir schmeckt. Deswegen habe ich immer mal bei jemandem mal mitgenippt, aber ich habe nie so ein Glas getrunken oder so. Oder ich weiß noch, in meiner Ausbildung war das dann so, dann kam ich schon mehr mit Leuten in Kontakt, die auch regelmäßig Alkohol getrunken haben oder die immer montags berichteten, wenn sie dann am Wochenende zweimal ausgegangen sind, wie viel Geld sie damals für Alkohol ausgeben und welche Ecke sie gekotzt haben, wirklich. Und ich saß dann immer da, dachte mir so, was ist denn da jetzt toll dran? Oder dass sie am nächsten Tag einen Kater hatten und sich nicht wohlfühlen. Und das fand ich überhaupt nicht erstrebenswert. Ne? Und wenn wir dann mal irgendwie so Feierlichkeiten hatten, da gab es dann immer mal Sekt. Ich fand das immer so eklig. Und dann, ich hatte immer ein Glas, da habe ich einmal so dran genippt oder nur so getan, aber es hat mich nie, hat mir nie geschmeckt. Ich habe auch mal den Grund nicht dahinter gesehen, warum ich das machen soll. Und ich mochte die Wirkung. Man kann bei den Instinkten auch gut schauen. Ja? Ja. Du nimmst ein Neugeborenes oder ein Kind, ich sage mal, das ist 3, 4, der hat noch nicht viel Propaganda miterlebt. Der hat noch keine Zeitungen, kein ZDF und ORF sich reingezogen. Ja? Der ist noch sehr wenig manipuliert. Der bringt kein Tier um. Ja, der spielt vielleicht mit dem Küken, aber der weint, wenn es tot ist. Der isst aber die Erdbeere. Der freut sich über den Geruch einer frischen Wiese. Der freut sich, wenn er rausgehen kann. Der würde niemals Kaffee zu sich nehmen, niemals Schwarztee, was in meinen Augen genauso Mist ist, ein Auszugsprodukt. Kein Essig, keine Zigaretten, kein Alkohol, egal welche Art. Die würden das alle verstoßen. Mhm. Das hat einen Sinn. Warum die das nicht akzeptieren. Das heißt, der Rest wird uns antrainiert. Ja. Die geschichtlichen Hintergründe dazu kann ich jetzt nicht sagen, weil sonst ist das Video garantiert zensiert. Aber ich schicke dir einen Link, du kannst ihn ja drunter packen. Gerne. Schick mir. Also ich habe mich auch schon ein bisschen in den letzten Jahren damit beschäftigt, weil ich immer auch eine Außenseiterin war, also eher mit dem Alkohol, mit dem Rauchen. Aber es ist auch so mein aktueller Freundeskreis. Also ich will nicht sagen, die sind alle Anti-Alkoholiker, aber wenn wir uns treffen in unseren Kreisen, wird nie Alkohol getrunken. So. Bei mir im Normalfall auch nicht, obwohl manche dort eben trinken. Aber wenn das niemand tut in der Runde, dann tun es die zwei, die es gerne würden, auch nicht. Ja? Mhm. Die machen das dann halt unter sich. Ja? Aber wie gesagt, mich stört es auch nicht. Ja? Ich sag, wenn Freunde von mir, die sollen am Wochenende ruhig fortgehen. Ist mir vollkommen egal. Ja?
Ich möchte das nur bei meiner Partnerin zum Beispiel nicht. Also das habe ich immer klar kommuniziert. Jeder am Anfang, ja, sage ich, du, wir können über alles reden, aber wenn du rauchst und wenn du trinkst, dann ist es bei uns vorbei. Das geht geruchlich nicht, das geht in vielen anderen Bereichen nicht. Ich kann nicht mit einem Aschenbecher im Bett liegen. Das geht für mich nicht. Ja. Mhm. Wenn wir nur Freunde sind, kannst du den ganzen Tag rauchen, stört mich überhaupt nicht. Ja. Aber derjenige, der mit mir ein Leben führen möchte, der tut das nicht. Alle anderen sollen es machen. Ja. Ist ja jeder seine freie Meinungsäußerung und freier Wille, was er macht mit seinem Körper. Es ist ja auch so, ich meine, du lebst ja auch schon seit von Geburt an vegan und auch nicht nur einfach so Fastfood vegan, sondern du achtest ja schon, ne? Du hast ja auch schon ein gewisses Bewusstsein für wirklich gesunde Ernährung. Und man, der, sag ich mal so, das Geruchsempfinden ist dann eben anders. Man ist dann viel sensibler. Also, das ist, können sich vielleicht manche gar nicht vorstellen, aber jemand, der wirklich auch Fleisch isst, Alkohol, Kaffee trinkt, raucht, der hat einfach einen ganz anderen Geruch. Und das ist ja dann gar nicht mehr kompatibel, so was du auch beschreibst. Es ist ja gar kein böser Wille, dass man jemanden unterdrücken will, aber es passt einfach, so wie Magnete, die sich so abstoßen. Es passt einfach nicht mehr. Man kann, sagt ja, die Chemie muss passen und der Geruch muss passen. Und ich habe ja viele Menschen umgestellt, von der Ernährung her und von vielen anderen Punkten. Und sehr viele haben mir gesagt, du, ich kann meinen Partner nicht mehr riechen. Ich halte das nicht mehr aus. Der muss jetzt mit oder wir müssen uns, es funktioniert halt leider nicht mehr, weil der Schweiß auf einmal ganz sauer riecht und Ausdünstungen und Co. Man hat das vorher nicht gerochen, speziell diese ganzen Milchprodukte. Die hauen dir die Nase so zu, da riechst du das alles nicht mehr. Ja, man wird da sehr empfindsam, das kann ich auch nachvollziehen. Ja, mit Alkohol und Zigaretten. Wir sind ja auch, was Schule angeht, sehr kritisch. Du machst da diese ganz tollen Projekte. Und es ist halt auch oft so, wenn Kinder schon nicht oder Jugendliche nicht zu Hause bei ihren Eltern damit in Kontakt kommen, spätestens in der Schule dann schon. Ne? Du hast es ja auch berichtet. Bei mir ging das damals, bis ich 16 war. In meinem Freundeskreis war das kein Thema, Alkohol oder Zigaretten. Das kam dann wirklich erst später in der Ausbildung oder beim Studium dann. Aber dann habe ich mich auch immer davon ferngehalten. Aber es ist halt schwierig, wie man, wenn Kinder wirklich in die Schule gehen, gleichaltrigen Orientierung, und dann wird natürlich ausprobiert und man will ja nicht dann als Einzel, du hattest die wirklich die mentale Kraft, gestärkt auch durch deine Eltern, da einfach da durchzugehen. Viele haben die nicht diese Kraft, die machen dann einfach mit. Und unter Umständen geraten dann Jugendliche ihr Leben lang in diese Abhängigkeitsfalle, ob das Alkohol oder Zigaretten sind, dass das einfach dazugehört. Das muss man einfach auch. War das Nächste, was ich gesagt habe, ich möchte nie von etwas abhängig sein. Schon gar nicht, also von Luft und Wasser können wir diskutieren, ja. Aber ich möchte niemals von etwas abhängig sein. Niemals, was mein Bewusstsein in diese Richtung verändert, was mich durch Süchte irgendwo hintreibt und Co., das wollte ich nie haben. Und deswegen war für mich auch klar, dass das wegbleibt. Genauso wie der Zucker und manche andere Dinge, die stark süchtig machen sind. Ja? Aber ich bin so einer, ich mache etwas ganz oder gar nicht. Und wenn ich das für mich entschieden habe, dass das für mich blöd ist, dann mache ich das auch gar nicht. Dann brauche ich es auch gar nicht probieren, weil für mich ist die Entscheidung schon so klar. Dann brauche ich das auch gar nicht probieren. Aber ich sage, wenn der einmal probiert, das spricht er überhaupt nichts dagegen. Und wenn der meint, du, ich hab eine Freundin, die trinkt auch nicht im klassischen Sinne, aber ich sage, du, jedes Jahr zu Silvester stoße ich mit einem Glas Sekt an. Ja, macht ja nichts, macht doch dem Körper nichts. Aber es geht um dieses Regelmäßige auch. Ne? Manche integrieren das wirklich jeden Tag und können sich halt dabei kaputt machen. Ne? Genau. Aber wie du auch sagst, das liegt an einem selber. Ja. Das liegt ja auch an einem selber, wenn man schaut. Zum Beispiel hat mir auch meine Freundin erzählt, eine Freundin von ihr arbeitet im Krankenhaus in der Unfallchirurgie und die sind so hart am Limit, die arbeitet so, das ist so anstrengend. Und um abends runterzukommen, trinkt die erstmal eine halbe Flasche Wein und raucht einen Joint, sonst kommt die gar nicht runter. Also man muss aber dann, schwierig dann aus so einer Art von Hamsterrad dann wieder rauszukommen, um Leben zu führen, wo man sich von selbst ausbalancieren kann, ne? Wo auch ein Spaziergang reicht oder auch wo man da war natürlich die Erziehung sehr toll, wo ich gewusst habe, ich werde automatisch nie in einen Beruf gehen, wo ich mich so einspannen lasse. Weil wenn etwas meine Gesundheit und auf Dauer so kaputt macht, ich mache es jetzt bis zu einem gewissen Grad auch kaputt. Und das ist dumm, was ich jetzt mache, weil ich in der Bildung und so seit langer Zeit so viel unterwegs bin. Aber ich habe eine schöne Vision dabei. Ich weiß, dass ich was bewegen kann dabei. Und ich mache es aus freien Stücken. Ich könnte ja jederzeit zurückstecken. Ja, aber es interessiert mich ja selber. Aber mein Körper sagt schon manchmal, hey, du bist ein bisschen blöd hier, ne? Aber es ist nicht von außen der Zwang. Bei der Krankenschwester, die kann nicht sagen, du, nächste Woche arbeite ich nur 20 Stunden. Das funktioniert ja meistens nicht. Ich kann mir das ja einteilen, was das betrifft. Ja. Aber mir war klar,
ich werde auch nie angestellt sein. Also ich war noch nie angestellt in meinem Leben. Ja, habe ich auch nicht vor, weil ich diese Dinge selber in die Hand nehmen möchte. Und damit kann ich mich auch gar nicht in so einen Druck treiben lassen. Ja. Ja, ich danke dir, lieber Ricardo, für die Einblicke bei dir, gerne. Was den Alkohol angeht und auch sonst noch die restlichen Informationen ringsherum. Vielen lieben Dank. Und jetzt auch an die Zuschauer. Ist natürlich auch ein bisschen ein heikles Thema, weil Alkohol ist ja doch eine sehr anerkannte legale Droge, sage ich mal, auf die kaum jemand verzichten möchte. Genau, schreibt gerne eure Erfahrungen damit, eure Gedanken dazu zum Alkohol. Würde mich sehr interessieren und bin gespannt auf den regen Austausch unter diesem Video. Ricardo, dir danke ich nochmal für die Zeit, die du dir genommen hast für dieses Video. Ja, alles Gute auch für dein Bildungsprojekt und danke, wir werden auf alle, denke ich mal, noch weitere Videos machen hier auch für meinen Kanal, auch mal für deinen Kanal und freue ich mich total. Ja, ihr Lieben, lasst es euch gut gehen, noch eine schöne Zeit und bis ganz bald. Tschüss.